Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das stimmt. In Deutschland haben wir tatsächlich ein umfassendes Gesundheitssystem, das den Anspruch hat, für alle qualitativ gute und medizinisch notwendige Versorgung einfach sicherzustellen, unabhängig von dem Einkommen und Alter. Was deren Finanzierung angeht, leisten wir uns aber im Gesundheitswesen tatsächlich eine Zwei-Klassen-Medizin. Ich werde begründen. So gilt auf einer Seite in der gesetzlichen Krankenversicherung das Solidarprinzip. Das heißt, wer viel verdient, zahlt mehr. Wer krank ist, hat Anspruch auf medizinische Versorgung. Gesunde und Kranke, jung und alt, Gut- und Geringverdienende sind solidarisch füreinander da. Außerdem sind die Kinder auch kostenlos mitversichert. Auf der anderen Seite aber sind meist gut verdienende Angestellte, Beamte, unter anderem auch Abgeordnete sowie die meisten Selbstständigen Mitglieder einer privaten Krankenversicherung. Als Privatpatienten versichern sich nur ihr eigenes, meist unterdurchschnittliche Krankheitsrisiko. Zum Solidarausgleich tragen sie nicht bei. In der gesetzlichen Krankenversicherung kommt die einseitige Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch hinzu. Denn die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist seit Längeren aufgehoben. Seitdem 2005 wird es der Arbeitgeberanteil in einer Höhe eingefroren. Alle Ausgabensteigerungen müssen seither durch steigende Zusatzbeiträge allein von den Versicherten aufgebracht werden. Diese einseitige finanzielle Belastung der werktätigen Bevölkerung muss beendet sein. Deshalb wollen wir wieder zur paritätischen Finanzierung, bei der Arbeitgeber wieder die gleiche Höhe ihren Anteil an der Finanzierung übernehmen. Mit einer solidarischen Krankenversicherung für alle wollen wir auch noch eine weitere Gerechtigkeitslücke schließen. Warum sollen die Einkommen aus Arbeit zur Finanzierung der Gesundheitskosten herangezogen werden, aber nicht die, die beispielsweise durch die Aktien oder andere Einkünfte erzielt werden? Das kann man überhaupt nicht begreifen. Mit dieser Bürgerversicherung wollen wir nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern auch die anderen Einkommen auch dazu einbeziehen. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt auch immer mehr private Versicherte, wie Herr Yüksel erwähnt hatte, ebenfalls Verlierer dieser Zweiklassenmedizin sind. Denn nicht wenige der Selbstständigen in unteren Einkommensbereichen können die derzeitige hohe Mindestbeiträge nicht mehr aufbringen. Denn die private Krankenversicherung erhebt Beiträge grundsätzlich nach dem individuellen Gesundheitsrisiko und nicht nach der finanziellen Leistungsfähigkeit. Sie umfassen keine Familienversicherung und sie wird mit zunehmendem Alter trotz Kapitalrücklagen immer teurer. Das ist mit einem Grund natürlich mit großer Zahl von nicht zahlenden Versicherten im sogenannten Notlagentarifen landen. Sehr geehrte Damen und Herren, schließlich haben wir auch nicht geschafft in der Bundesrepublik, dass alle in Deutschland versichert sind. Das heißt, obwohl seit 2009 eine Krankenversicherungspflicht besteht, gibt es mindestens 80.000 Menschen in der Bundesrepublik, die keinen Krankenversicherungsschutz haben. Dazu muss man auch diese prekären Solo-Selbstständigen auch zählen. Auch die CDU und FDP von diesen Zuständen die Augen verschließen und das bestehende Zwei-Klassen-System schönreden wollen. Die Veränderungen werden auch von unserem eingefahrenen Zwei-Klassen-Gesundheitssystem nicht mehr Halt machen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist Zeit für eine solidarische Krankenversicherung für alle. Eine umfassende Lösung der genannten Probleme wird uns nur mit einer Bürgerversicherung gelingen. Im Wartezimmer darf es keine Rolle mehr spielen, wo die Patientinnen und Patienten versichert sind.
Termine sollten nach der medizinischen Notwendigkeit nicht von der Geldbeutel gegeben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr